Okay. Och, das tut gut. Ja, jetzt geht's mir gut. Ich war nämlich krank. Ja, der Bodo war im Krankenhaus. Ich wollte ja gar nicht hin, aber mein Arzt hat gemeint, die Hüfte müsste mir machen. Ich habe gesagt, die Hüfte machen mir gar nichts, die lassen mir, wie sie ist. Ich brauche sie nicht. Ja, immer wenn ich sie benutzen will, hat meine Frau Kopfweh. Was soll ich mit der Hüfte? Ja? Und wer geht schon gern ins Krankenhaus? Jetzt gucke ich aber immer diese Arztserien, Scrubs, Dr. House, In aller Freundschaft und so. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, Bodo, wenn es im Krankenhaus inzwischen so zugeht, dann kannst du da mal hingehen, oder? Nur nette Doktoren und scharfe Schwestern. Also, ich bin in Offenbach in meiner Klinik, habe meine AOK-Karte auf den Tisch gelegt, habe gesagt, hier, ich hätte gerne ein schönes Einzelzimmer, mein Hausarzt hat für mich reserviert. Dann schickt er mir bitte jemand fürs Gepäck und die scharfe Schwestern soll ich schon mal einen strammen Espresso aufstellen. Ich komme dann gleich ins Schwesternzimmer und dann klären wir den weiteren Behandlungsvorgang. Da hat die Dame am Schalter nur gelacht. Ha, Kassepatient, Einzelzimmer. Wollen Sie ob oder ohne schlafen, hat sie gefragt. Ja? So, dann bin ich auf mein Zimmer, ein Mehrbettzimmer. Freundlich begrüßt, so zwei Frischoperierte, die haben mir mit ihren Infusionsflaschen so zugewunken. Freundlich geröchelt. Ich habe gesagt, so ist richtig, Jungs, auch wenn es mal nicht so läuft, immer hoch die Tasse, das wird schon wieder. Ja? Ich habe es mir dann da so versucht, ein bisschen gemütlich zu machen. Mein Rasierter ist da in die Schublade gestopft. Da ging die Tür auf. Da kam ein netter kleiner Inder rein. Ich denke, aha, wolle Rose kaufen. Ja. Ja, da war das der Doktor. Da zahlst du 30 Jahre in die AOK, da schickst du dir einen Fakir. Ja. Ich sag, gute Rashid, was haben wir vor? Wollen Sie mit mir noch ein bisschen Feuerspucke üben? Oder möchten Sie mir mein Nagelbett aufschütteln? Was machen wir zwei? Und dann stand er in der Tür und hat gemeint, Herr Bach, wir sehen uns morgen früh 6.30 Uhr, aber nüchtern. Ich sag, Sie oder ich, Herr Doktor, wie wollen wir es machen? Ja. Und dann war er weg. So, jetzt brach so langsam die Nacht herein da über dieses indische Grabmal. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt zeige ich dir mal, was die drauf habe, oder? So Marin Gilse, Schwester Yvonne, so Fackel, dachte ich, kommt jetzt, Nachtschwester, hochgeschlitzter Kittel, setzt sich bei mir ans Bett und streicht mir den Angstschweiß von der Stirn. Die Tür ging auf. Der Brummer, wo sich da am Fußend vor meinem Bett aufgebaut hat, die war gefangen im falschen Körper. Es wurde dunkel im Zimmer. Die hatte noch Lippenstift im Schnurrbart. Ich dachte, Bodo, bloß nicht einschlafen, die tut dir weh. Also, die war nicht aus der Sachse-Klinik, die war aus hinter Gittern, da bin ich sicher. Ja? Dieser erotische Albtraum hat mir dann so ein Schälchen mit blauer Tablette ans Bett gestellt. Ich habe gesagt, Mädchen, sind Sie mir nicht böse, aber auch mit Viagra wird das nichts mit uns. Und dann war sie zum Glück weg. Dann war sie zum Glück weg, aber nicht lange, nicht lange. 5.30 Uhr stand dieser Nachtzombie schon wieder bei mir im Zimmer, zündet dieses helle Deckenlicht. Guten Morgen, Herr Bach, es geht los, ich gebe Ihnen jetzt erstmal eine Beruhigungsspritz. Die wecke dich im Krankenhaus mitten in der Nacht, um dich sofort wieder einzuschläfern. Wo ist da der Sinn? Ja? Mir wird blöd im Kopf, ich kann mich nicht mehr an viel erinnern. Im OP, das ist jetzt alles grün inzwischen, die Ärzte haben so Maske auf, dass man es wahrscheinlich hinterher nicht erkennt. Ja? Ich habe nur noch genuschelt, die könnt ihr abnehmen, ich habe meine Blähungen im Griff und dann war ich weg. So, zwei Tage später stand der kleine Inder schon wieder in meinem Zimmer mit seinem Ärzteteam, hält so unscharfe Schwarz-Weiß-Bilder ins Licht und meint, Herr Bach, Operation sehr gut verlaufen, können morgen schon wieder nach Hause. Und da wurde ich sauer. Mir tat alles weh. Ich habe gesagt, hier, pass auf, man hat mal langsam, mein Lieber, habe ich gesagt. Ich komme ohne fremde Hilfe nicht aufs Klo und willst mich heimschicken? Ja, tut mir leid, Kassepatient, brauche der Bett für andere Patienten. Ich habe gesagt, hier, wenn sie Frau ist, macht ja Umstände, die können wir mit dabei legen, das kriegen wir schon geregelt. Nein, hat er gesagt, ist keine Frau, ist der Nachtschwester. Aber so schnell war ich nicht raus aus dem Krankenhaus. Abfahrt. Und wie ich raus bin, das will ich jetzt noch kurz erzählen, stand da an der Warenannahme, da an der Notaufnahme im Krankenhaus, stand ein netter junger Mann. Ein netter junger Mann, so Ende 20, Anfang 30, hatte nur ein T-Shirt an und eine bunte Boxershorts und stand da und hat sich, wie mir Hesse sage, so die Hände hier auf die Bobbes gehalten und blöd geguckt. Schmerzverzerrt. Und der hatte Folgendes angestellt, jetzt weiß ich nicht, wie man das vornehm ausdrücken soll. Es gibt Menschen, es gibt Leute, wo sich aus Spaß, aus Lust, Gegenstände. Oh, ich bin in Köln, ihr seid im Thema, alles klar, ja, gut. Ja, okay, also, pass auf, bei ihm. Bei dem jungen Mann war sie Glühbirn, ja. Ich hab gesagt, Bub, die hatte rechts gewinnen, wenn du links drehst, hast du sie wieder. Ja? Aber pass auf,
Das Thema ist ein ganz anderes. Ich habe, als ich den Kerl da hab stehen sehe, habe ich mir so gedacht, mal angenommen, Bodo, habe ich gedacht, du wärst so drauf. Ja, gut, kann jeder machen, was er will, mein Ding wär's nicht. Aber mal angenommen, habe ich gedacht, ich wär so drauf. Die Frage ist doch, was machst du, wenn du merkst, du hast da was und kriegst nicht mehr zurück? Klingelst du bei den Nachbarn? Entschuldigung, ich weiß, ist schon spät, aber ich komme nicht mehr dran. Könntest du mal gucken? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich würde einen Freund anrufen, Mann meines Vertrauens. Ingo, ja, pass auf, ja, der Bodo, ich muss ins Krankenhaus. Nee, ich kann nicht selber fahren, musst mich holen. Nee, brauchst nicht hochkommen, ich warte unten auf der Straße auf dich, auf alle Vieren. Nee, du siehst mich, hinten brennt Licht. Ja. Also. Und dann kommst du ins Krankenhaus und da wirst du auch nicht die Wahrheit sagen, obwohl du genau weißt, die Ärzte kennen das. Ich habe Freunde, Ärzte, die haben gesagt, Glühbirn, harmlos. Du glaubst nicht, was da alles wegkommt, ich stelle einen auf den Sperrmüll. Ja? Aber du wirst irgendwas erzählen. Ja, Herr Doktor, ich weiß auch nicht, wie es passiert. Ich bin heimgekommen, es war dunkel im Zimmer, ich wollte die Sportschau gucken, ich setze mich hin, Batsch macht's, och! Hatte ich mir die Osram da reingedübelt, ne? Hier, ich würde sagen, Herr Doktor, gucken Sie nicht so blöd, mein Arsch hat Angst im Dunkeln und jetzt sucht die Sicherung. Dankeschön, danke.